Deine tollen BI-Tools können die auch alle zurückschreiben in eine Zelle? Nee, das können sie nicht. Ja, das, was das Spreadsheet macht, ist der Zellbezug, wo ich Zellen miteinander in Beziehung setzen kann. Und das kann kein BI-Tool. Ich habe keins gesehen. Und Außerdem wenn es eins. es könnte, dann wäre es ein Spreadsheet. Also von daher ist dieses Verknüpfen von Zellen, das macht die Flexibilität aus. Gut, Und dann das. spielen wir die These mal durch. Das finde ich jetzt spannend. Dann sagen wir, das heißt ja, nach dem Motto, diese ganzen BI-Tools können das alle nicht. Die TM1 kann das immer, etablierte im Markt. Warum erklären wir uns dann den Erfolg von Business Intelligence Tools im Self-Service und diese Gartner-Quadranten, die dann im Februar abgefeiert werden und ein Riesenthema. Warum habe ich dann in Fachabteilungen die Diskussion, dass Dashboards in verschiedene Tools gebaut werden müssen und jeder sein Lieblingstool hat? Woran liegt es denn dann nicht, wenn nach eurer Argumentation, dass die TM1 nicht den gesamten Markt nimmt? Naja, also Boom. es war jetzt einmal eine große Frage. Also grundsätzlich bei den BI-Tools ist ja so, die decken eigentlich einen anderen Sachverhalt ab, weil die eben nicht diese Zellen miteinander in Beziehung setzen. Die BI-Tools haben ihre Berechtigung und natürlich einen großen Markt, der wahrscheinlich auch größer ist als der, den wir haben. Aber zusätzlich zu dem, was die BI-Tools können, gibt es eben immer das Bedürfnis der Leute, in diesem Zellbezug zu arbeiten und zellbasiert irgendwas zu bauen. Deswegen ist eben auch Excel nicht wegzudenken aus den Unternehmen oder das Spreadsheet nicht wegzudenken aus den Unternehmen. Und wir unterstützen das. Das heißt, wir lösen ja auch nicht Excel ab, sondern wir sind quasi einfach nur ein Unterbau, den man unter diese Spreadsheets setzt, dass die Leute die Vorteile von den Spreadsheets behalten können, aber unten drunter ein professionelles System haben. Das ist die Geschichte. Von daher wird es eigentlich immer ein Nebeneinander von den ganzen BI-Werkzeugen geben, die ja auch kommen und gehen, und eben so einer zellbasierten Datenbank. Also von daher, ich glaube, das wird alles weiter existieren. Ich bin 1998, bin ich in diese Welt gekommen, in diese Arbeitswelt. Und da hieß es schon, ja, wir müssen die Spreadsheets loswerden, wir müssen Excel loswerden. Und ich war bei einer Firma erst, die genau dieses Paradigma damals schon gelebt hat und damit nicht erfolgreich war. Und seit ich dann in die TM1-Welt gewechselt bin, das war 2003, da habe ich das immer wieder gehört. Immer wieder, ja, wir lösen das jetzt ab. Und es hat nie funktioniert, weil das kann nicht funktionieren, weil dieses zellbasierte Schema, das ist was die Leute im alltäglichen Leben brauchen.